Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass die uns verarschen. Ja, du hast recht. Die haben uns wirklich verarscht. Aber was ihre Motive angeht, liegst du falsch. Pass auf. Lombardo hatte eine Affäre mit Sandra Van Ryan, richtig? Wieso hat er das verschwiegen? Das wäre doch ein großartiges Motiv für Kelly gewesen, die ganze Nummer abzuziehen. Vielleicht wollte sich Lombardos Anwalt diesen Trumpf für die Verhandlung aufheben. Das dachte ich am Anfang auch. Dann dachte ich, du bist Sam Lombardo, dein Leben ist verpfuscht und du willst nicht 3 Monate freiwillig im Knast absitzen. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, du willst Sandra Van Ryan ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Lombardo war bis über beide Ohren verschuldet, bevor die Sache anlief. Er hat sich mit so anspruchsvollen Luxusbienen wie Barbara Baxter rumgetrieben. Da geht viel Geld drauf. Vielleicht war Lombardo pleite, aber warum sollte sich Kelly darauf einlassen? Die Kleine hat von ihrem Großvater ein Treuhandvermögen geerbt. Das kriegt sie erst, wenn ihre Mutter tot ist. Ist doch keine Frage. Der Kerl hatte vor, sie über eine Heirat abzuzocken. Und als da nichts lief, hat er sich an die beiden Mädchen rangemacht, um Sandra Van Ryan auszuquetschen. Ich sag's dir, die haben uns verarscht. Von Anfang an.